So, also, wir nehmen jetzt auf. Wunderschön. Nein, ernsthaft. Aber man hört uns noch, cool. Ja. Das kommt auch drauf, ne? Das ist dir bewusst, oder? Was? Ja, diese wunderschöne Kamera-Ansicht. Ich bin oben rechts übrigens, auf dem Schrank. Ja, und ich stehe also hier. Nee, man sieht dich. Links. Man hat dich gerade gesehen. Ja, unten. Die Illusion ist kaputt. Links, unten, guck. Okay, wie aus dem. Eigentlich verwandle ich mich manchmal in so eine scheiß Glaskugel. Wenn sie an ist. Also, das nehmen wir jetzt, die Aufnahme. Okay, warte mal. Ja. Okay, lass mich selbst so. Ja. Oh, zu hoch. Ne? Ja, ist noch ein bisschen. Ja, keine Zeit, das gehört alles zur Unterhaltung dazu. Ja? Ja, nee. Ja, obwohl. Finde ich jetzt so nicht verkehrt. Aber man sieht halt nur den Kopf, ne? Vielleicht noch ein bisschen runter. Ja, wenn das geht. Nee, du kannst ja auch den Kamerakopf ein bisschen drücken, oder? So. Drück mal den Kamerakopf so ein bisschen nach unten. Ja. Guck mal, jetzt sieht man. Noch ein bisschen hoch. Das ist gut. Ja? Ja, das ist gut, weil es dreht sich ja um dich. Man muss mich ja nicht sehen. Ja. Ich mache jetzt nur hier nebenbei das da. Genau. Weißt du, damit man. Das seht ihr jetzt nicht, aber dass ich sehe, dass das Mikrofon noch an ist. Mhm. Weil sonst ist es scheiße. So, und jetzt hört ihr gerade mein Papier. Weil der Simon, der tut nämlich auch so Kram jetzt beantworten. Hätte mich gar nicht vorbereitet. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und das Interessante bei dir ist auch, dass du vielleicht so anime-technisch vor allem oder auch manga-technisch eigentlich erst so vor einem Dreivierteljahr richtig angefangen hast, kann man fast sagen, oder? So zwischenzeitlich war da ja eher nicht so viel. Ja, das ist korrekt. Also so richtig animisch. Massig schaue ich erst wieder seit so circa einem Jahr vielleicht. Okay. Okay, dann Mason Manga will's wissen. Dann deine erste Frage. Und zwar, also die Welt will unbedingt von dir wissen. Ein paar Empfehlungen, ja. So Anime-Favoriten. Nenn mal eine TV-Serie, die du den Menschen ans Herz legen willst. Das Interessante beim Simon ist halt, dass es jetzt nicht so diese typischen Standardantworten sind, weißt du, wenn mal was Bekanntes ist, wo dann alle sagen, ja, Prinzessin Mononoke und schon gut, das ist eine gute TV-Serie. Und Ghost in the Shell und so, ist ja alles cool und so, aber beim Simon kriegt man jetzt mal was anderes gesagt. Oh, jetzt hast du voll den Erwartungsdruck geschürt. Jetzt muss ich auch überlegen. Ja, das kann ich voll nicht gute Zeug bringen, ne? So Dragon Ball Z kleinert. Ach, nee, was ich letztens gesehen habe, was mir sogar ganz gut gefallen hat, ist Clannad, wie ich sag's. Das ist auch Standardantwort, aber egal. Das ist eine Standardantwort, aber was ich eigentlich noch viel toller finde, ist aber auch leider viel zu bekannt, ist Dingens Hunter x Hunter. Ich hätte mich wahrscheinlich doch vorbereiten sollen, weil dann hätte ich dir jetzt voll was rausgeholt. Ist voll okay, ja. Ist in Ordnung. Die ist mit 150 Folgen, glaube ich, knapp, auch ist so eher so ein Langzeitprojekt, aber ist richtig gut umgesetzt. Also ich mag ja den Manga und von daher, also mir hat die Serie gefallen, auch wenn ich letztens gelesen habe, dass viele Leute sie zu bunt finden, aber ich finde, das verliert sich mit der Zeit. Das ist eher so ein Anfangsding. Zu bunt? Ja, die ist so zu bunt animiert, weil die alte Serie, die es wohl auch gibt, von 99, die ich nicht gesehen habe, die wäre wohl viel düsterer. Und hat vielen Leuten besser gefallen, obwohl ja eigentlich die Hunter x Hunter Serie von 2011 auch übel gehypt wird mit den Bewertungen und so. Aber also da kann ich echt einen Stempel drauf drücken. Kann ich jetzt noch 1000 Sachen aufzählen oder wie lang soll das gehen? Wenn du noch was hast an TV, weil ansonsten würde ich so ein Movie übergehen vielleicht. Na, was habe ich denn vielleicht noch? Was habe ich mir angeguckt? Wie heißt das? Yakuto
diese Light Novel da, wo die zweite Staffel jetzt in Japan rauskam. Yakuto Zen. Ja, warte, ich guck's. Ach, du meinst Snafu? Snafu, genau. Ja. Das hat, nee, Yakuto ist was anderes, stimmt, du hast recht. Snafu, genau. My Teen Romantic Love Comedy is Wrong as I Expected, heißt es, glaube ich. Und da gibt es jetzt also zwei Staffeln inzwischen von. Leider haben die jetzt inzwischen die Light Novel, auf der es basiert, aufgeholt. Deswegen wird die dritte Staffel auf sich warten lassen. Aber das ist auch eine sehr tolle Serie. Ist jetzt eher so, nicht so quasi Shonen wie Hunter x Hunter, sondern eher so Love-Com, würde ich mal behaupten, mit Drama-Elementen. Ja. Mehr eigentlich sogar Drama als Comedy. Ja, aber es ist eher so ein bisschen. Ja, es ist. Trocken, es, ich habe jetzt eher den Love-Teil beim Love-Com betonen Romans. Wollen. Romance quasi könnte man. Rom-Com, genau. Rom-Com. Okay, dann kann ich auch bestätigen, Hunter x Hunter habe ich noch nicht gesehen, aber hört man mich überhaupt? Ich glaube nicht. Nein. Hunter x Hunter kann ich nicht so bestätigen, weil das will ich noch schauen, aber ich denke mal schon, dass es cool ist. Sieht zumindest, finde ich, ziemlich geil aus. Und ja, Snafu ist auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall was Cooles. Movie. Simon, hast du einen Movie mal gesehen, so einen Anime-Movie, wo du sagst, ey Leute, das müsst ihr mal euch angucken? So. Ja, da habe ich letztens einen gesehen, den fand ich echt gut und mir fällt jetzt natürlich der Name nicht mehr ein. Worum ging's denn? Das war von einem anscheinend sehr bekannten Filmstudio, wo ein Kerl, der nur Filme macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und es ging um um Kurzgeschichten. Das war die Kindheit bis zum Erwachsensein eines Jungen. Und der hatte halt eine Freundin. Und die musste leider umziehen. Oder er musste umziehen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall musste einer von den beiden umziehen, die wurden getrennt. Und die haben sich halt gut verstanden und so, aber dadurch wurden sie halt voll auseinandergerissen. Und du weißt ja, wie das so ist mit 6. Oder 10, ich habe keine Ahnung, wie alt die waren. Achso, mit 6. Also, nicht mit dem Sex, also, mit dem Alter. Ja. Du kannst nicht so unbedingt alleine Bahn fahren. Jedenfalls geht es da, glaube ich, in mehreren Episoden darum, wie ja diese Beziehung zu diesem Mädchen sich entwickelt. Am Anfang trennen sie sich eben, dann später ist er in der Mittelschule oder so, also auf jeden Fall schon älter. Mhm. Und man sieht halt, wie er immer ihr mit dem Handy schreibt und so. Aber dann kommt, also das wird dann noch interessant. Also es ist jetzt nicht vielleicht der ultra spannende Film, aber ich finde es eine schöne Charakterstudie. Und das heißt irgendwas mit 5 Centimeters per Second oder so. Ich glaube, es heißt 5 Centimeters per Second. Ich würde sagen, dass es tatsächlich so heißt. Den fand ich auf jeden Fall echt gut. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch in letzter Zeit nicht so viele Anime-Filme geguckt. Was ich auch gesehen habe, sind die zwei neuen Dragon Ball Filme, die finde ich eigentlich auch ganz witzig, muss ich sagen. Die haben schönen Humor, wobei mir der erste fast besser gefallen hat, weil beim zweiten... Weil, komm, du musst es ja auch ehrlich sagen, weil du es auf Spanischer geguckt hast. Ja, weil ich den zweiten auf... Ich habe den ersten aber auch in einer scheiß schlechten Rip-Qualität angeguckt. Jedenfalls den zweiten haben wir auf Spanisch gesehen, das war sehr schön. Aber nee, das ich fand die Stimmen gar nicht schlecht. Ich muss sagen, das Problem war eher, dass es mir zu viel Kampf war dann im zweiten. Da waren die ganzen witzigen Momente irgendwie, die haben gefehlt. Also es gab auch schon coole Momente und witzige Momente. Ich meine jetzt mal ernsthaft, kann so eine spanische Dub, kann da so ein Charakter auch mal seriös klingen? Weil ich weiß nicht, ich finde die spanische Sprache extrem lustig irgendwie so, gerade wenn die so ein bisschen emotional da mit rangehen, ist ja bei denen oft ein ganz normaler Text ziemlich lustig, so schwunghaft, sag ich mal. Naja, also wenn du dich jetzt mal an den deutschen Dub von Dragon Ball Z erinnerst, also anders war das jetzt auch nicht im Spanischen, von daher finde ich das für Dragon Ball schon authentisch. Aber ja, die sind schon heißblütig, also, aber das passt ja auch bei so Kämpfen und so. So. Der konnte ja schon richtig, hat ja schon eine geile Stimme gehabt und alles. Ja, aber ein gewisser SpongeBob-Vegeta oder ein Krillin mit seinen komischen Sprüchen die ganze Zeit da, die da irgendwie ins Deutsche hinzugefügt wurden, ist ja jetzt auch nicht so, es ist auch eher witzig. Nee, so schlecht war der Dub nicht. Ich finde es eh voll gut, dass die in Spanien schon einen Dub haben von dem zweiten Film. Hallo? Ja, das ist. Okay, gut, dann haben wir Filme. Und dann jetzt noch, oh ja, das ist sehr toll, eine OVA. Da hast du da eine Idee. Yes, ist neu. Er hat die BlackRock Shooter OVA, das ist, glaube ich, zum Beispiel, ja. Die fand ich echt gut. Ich fand sie eigentlich sogar besser wie die Serie, weil sie das Drama, also es differenziert. Ich fand sie konzentrierter wie die Serie eben, weil sie eine Folge, glaube ich, mit 50 Minuten, also sie geht nur 50 Minuten. Ja. Und dadurch ist es halt so, also da kommt es fast drüber wie eine Love Story, was in der Serie
vielleicht anders rüberkommt. Ah, du meinst zwischen den Mädels so. Genau, so, ja, ja, genau, ja, zwischen den, okay, Mädels. Und auch aber ich weiß nicht. Also, es gibt Sachen, die fand ich natürlich in der Serie besser, die eher am Ende liegen, die in der OVA gar nicht behandelt wurden. Aber die Geschichte zwischen diesen beiden Mädels fand ich in der OVA fast besser erzählt, muss ich sagen. Der Anime, der behandelt ja noch viel mehr. Also der hat ja noch andere Charaktere und was weiß ich. Und auch das Ende hat dann ja auch noch so mehr. Aber was ich auch besser fand, war der BlackRock Shooter selber, also die Figur. Mhm. Die fand ich in der OVA besser animiert. Also ich fand das cooler animiert. Ich weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Wahrscheinlich auch Geldsache. Die konnten ja viel mehr Geld. Das hat ja Filmqualität. Wobei ich ja auch sagen muss mal, ich finde die TV-Serie so rein so von der Animation und von der Qualität her richtig Bombe. Ja, die ist auch Bombe. Also ich das soll jetzt nicht die TV-Serie abwerten. Ich finde eigentlich beide Sachen recht gut. Ja, du wolltest ja, du musstest ja eine OVA sagen. Ich habe dich ja dazu gedrängt. Also so viele OVAs. Golden Boy ist übrigens auch eine OVA. Ja, habe ich letztens herausgefunden. Ist auch sehr witzig. Deswegen ist sie bei Nihontaku nicht in der. Richtig, da habe ich es rausgefunden. Ja, okay. Ich finde es immer wieder lustig, dass die Leute erstmal schreien und dann bemerken, oh, ich habe gar keine, ups, na, ja. Scheiße. Ja. Ich denke aber mal, du hast auch One Piece OVAs gesehen, oder? Was war denn da die OVAs? Also ich habe dann die Specials. Sind die Specials von One Piece OVAs? Nee. Ich bin mir jetzt, die werden ja regulär im Fernsehen ausgestrahlt. Es gibt gar keine. Gibt es von One Piece eine OVA? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, bevor ich da jetzt was sage. Kommen wir zu Punkt 2. Und zwar, die Welt hat jetzt genug von dir erfahren, was Anime angeht, aber jetzt geht das Ganze halt auch noch los mit Manga. Hast du ein paar Manga-Favoriten, die du uns näher bringen könntest? Ja, steck's mir ins Gesicht. Naruto? Also den sammle ich gerade selbst, den habe ich jetzt fast fertig. Ich bin auf dem aktuellen deutschen Stand und ich muss sagen, seit ich das so kontinuierlich abgearbeitet hat, also bei allen Vorurteilen, die es bei Naruto gibt, also ich finde es eigentlich schon recht Bombe. Bisher auch nicht, aber ist ja okay. Ich also nicht wirklich gelesen, von daher auch der viel kritisierte Ninja-Weltkrieg gefällt mir inzwischen sogar ganz gut. Das finde ich, das war jetzt also eins zu erwähnen, weil ich das gerade sammle. Mhm. Dann natürlich Hunter x Hunter, aber da haben wir jetzt schon drüber geredet. Der Manga ist besser, würde ich sagen, wie der Anime, weil Lesen macht, das liest man einfach manchmal besser, wie die coolen Kämpfe erklärt werden und so, ich weiß auch nicht. Ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Was ich jetzt auch gerne lese, worauf der René mich gebracht hat, was ich übel super finde, ist Tsundome. Aber leider gibt es das in Deutschland ja noch nicht fertig, von daher bin ich da selbst auch noch nicht fertig. Ich glaube, Band 7 kommt in ein paar Tagen raus. Und, oh ja, stimmt. Ja. Und dann leider der 8. erst im Januar, der letzte, aber das werde ich auch noch überleben, wobei ich mich ja selbst schon spoilern wollte, aber es nicht geschafft habe. Das ist voll peinlich, ne? Wenn man es nicht schafft, sich zu spoilern, also wenn man nur bestimmte Sachen wissen will. Ja, wenn ich jetzt noch mal kurz einen Blick nach hinten werfe. Was gefällt mir denn noch? Blackhead habe ich auch früher schon gesammelt, finde ich auch einen schönen Manga, auch ein Shonen eher, also ein klassischer Shonen eigentlich, aber hat mir ganz gut gefallen, ist vor allem jetzt nicht so mega endlos lang, gut, wobei 20 Bände und den könnt ihr eh nicht mehr so billig kaufen, also da würde ich euch dann zu anderen Wegen empfehlen, in England gibt es den, glaube ich, auch noch ganz gut. Oder bei so gewissen Webseiten im Internet, aber also ich sag mal eher so eine Mischung, weil ich habe es mal versucht zu gucken, aber es fehlen einfach schon so viele deutsche Bände und die kann man höchstens dann durch englische ersetzen. Also wer das mag oder wer das, sagen wir mal, wem das nicht stört, dann kann man das machen. Ansonsten rein auf Englisch wird auch schwierig. Also ich habe jetzt alle Bände außer Band 20. Den, wo ich den das letzte Mal auf Englisch geguckt habe, gab es den noch. Auf Deutsch kostet der, glaube ich, 35 Euro oder so. Das war es mir jetzt nicht wert. Was noch geht. Ja, es geht noch, aber
Ich warte da lieber noch. Ich meine, ich habe ihn jetzt auch so fertig gelesen, ohne den letzten Band zu besitzen, wobei es einem schon... Hast du das gemacht? Das war ja... erzähl mal genauer. Ich kann zaubern. Ja. Aber es tut mir ja schon in der Seele weh, dass ich das dann quasi nicht den letzten Band habe. Ja, das dürfte also reichen jetzt für den Moment. Und ja, dann kommen wir zur... jetzt, ah ja, drei. Oh Gott, wir sind jetzt bei drei. Empfehle der Welt einen oder mehrere deiner japanischen Game-Favoriten. Und erkläre warum. Game-Favoriten heißt, also J-Games, im Grunde japanische Spiele, die so anime-lastig sind. Oder von mir aus, du kannst auch ein Super Mario sagen. Das wäre im Grunde auch ein J-Game, aber das ist vielleicht ein bisschen zu verwestlicht, kann man sagen. Ne? Also, hast du da was? Der Klassiker, ne? Final Fantasy. Also die alten Teile gefallen mir, also nicht die ganz alten, sondern 8, 9. Hast du mal die ganz alten gespielt? Nein, aber ich habe schon seit Ewigkeiten vor mir, mal den Sechser zu holen, weil dieser Kefka soll ja so ein cooler Bösewicht sein. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Beziehungsweise vielleicht habe ich ihn sogar schon auf Steam, aber ich habe ihn noch nicht gespielt. Kann sein, dass ich ihn auf Steam tatsächlich schon besitze. Aber ja, die Final Fantasy Teile sind sicher auch die alten ganz gut, wobei jetzt die ganz alten vielleicht nicht so der Hammer sind, also der 1er, 2er sind vielleicht aber, also was ich da auch noch, also ich mag eigentlich den 8er und den 9er am liebsten, vor allem finde ich beim 8er, finde ich sehr gut das Kampfsystem, weil es mal was vollkommen Freshes ist, und beim 9er gefällt mir die Geschichte, die klassische Geschichte und dieser Steampunk ein bisschen, also das gefällt mir ganz gut. Du weißt, dass du jetzt komplett ausgebuht wirst. Also es war bisher jetzt immer so in einem, auf dem Kanal, sobald jemand erwähnt hat, dass Final Fantasy 9 geil ist, dann bist du eigentlich schon mal, er ist schon mal raus, aber das ist halt ich muss sagen, also das Kampfsystem finde ich jetzt beim 9er auch nicht so geil, aber das sind halt interessant, es sind halt coole Charaktere. Mana. Ja, es ist alt und es hat irgendwie, du musst diese scheiß schlechten Waffen so lange tragen, bis du den Dreck mal kannst. Ich mochte das aber voll. Ich fand das irgendwie, das hat sowas gehabt. Du hast ja dann so einen Sammelwahn, weil du alle Werfen stimmt, auch haben willst. Das, und das macht das Spiel unendlich lang. Stimmt. Also noch was? Ja, also ich mochte Dragon Quest, ich glaube, es ist der Elfer, Hüter des Lichts hieß er, glaube ich. Der S-Teil da, mit der komischen S-Teil. Deutschen Übersetzung. Mit der deutschen, weiß ich nicht, ob die komisch ist, ich fand den gut. Ich weiß nicht, ich fand manche Attackennamen da irgendwie komisch. Das mag schon sein, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Mir hat der gut gefallen. Okay. Was ich von dir bekommen habe, ist, glaube ich, Persona 4. Das kann, ja, gut. Ist das hat mir gefallen. Wenn ich jetzt noch an was Japanisches denke. Ich habe nicht so viele japanische Simulatoren. Ne? Ich bin ja jetzt eher so der Simulatoren-Verrückte. Ja, nee, mir fällt gerade jetzt auf die Schnelle nichts ein. Ich habe sicher noch ein, zwei japanische Games gespielt, aber naja, es reicht ja auch. Ja, es reicht. So, dann das ist jetzt halt auch wieder so eine Frage, aber ich stelle es einfach trotzdem mal so, wie es gedacht ist. Weißt du noch, wie du in die Anime- und Manga-Szene gerutscht bist? Viele haben sich ein bisschen darüber mokiert, über diese Aussage. Ich fand dieses Manga-Szene, ich meine, ich bin auch nicht in der Szene so drin, aber einfach so diese Tatsache, dass man da halt trotzdem irgendwo reinrutscht. Das ist ja schon ein bisschen Special Interest trotzdem. Wie bist du da reingerutscht? Weißt du das noch? Naja, also ich behaupte, ich bin da jetzt gar nicht so drin. Also ich kann sagen, dass ich früher so ähnlich wie du eben mit der Banzai und ähnlichen Geschichten mein Interesse für solche Mangas geweckt wurde, wobei ich damals die einfach cool fand und das, also das war mir jetzt am Anfang gar nicht so klar, dass die aus Japan kommen. Gut, das bekommst du dann schnell mit, ne? Aber das waren halt coole Comics und die sahen auch noch cooler aus wie diese hässlich, teils hässlichen amerikanischen Comics. Ja, der war ja leider auch in der Banzai, von daher zählt es nicht so. Ja, Robert Laps, gut, vielleicht ist der unterschätzt, aber ja, ich mochte ihn auch nicht so sehr. Der ist Kult. Der ist Kult. Das bezweifle ich, aber lassen wir das mal so stehen, dass der Kult ist. Aber ich bin da jetzt nie so in die Szene, dass ich jetzt mir, wir waren hin und wieder mal in Manga-Läden, haben uns auch mal was gekauft, ne? Da kommen ja meine Shonen-Sammlungen von Hunter x Hunter und Black Hat quasi her aus der Zeit. Aber ich habe dann zwischendurch eigentlich ziemlich
das Interesse verloren, hab nur mal was von dir als gelesen. Wo ich jetzt wieder drauf gekommen, zurückgekommen bin, ist, weil ich mir vor ein paar Jahren, 2, 3, One Piece mal komplett so gegeben habe, und das zieht einem ja schon so in so ein Fieber, weil das ja halt der ultra geile Shit ist, ne, mit den ganzen Mysterien, und du es dann auch täglich verfolgst, wie es weitergeht, dann guckst du da auch mal in irgendwelche One Piece Foren oder so, oder solche Sachen, wo es da um Diskussionen und so und Theorien geht, und dann kommst du dieser Manga-Geschichte schon wieder näher, ne, und dann habe ich mir natürlich auch mal die anderen Sachen mal wieder angeschaut, und inzwischen, also bin ich halt so in dieser Shonen-Geschichte drin, und weil ich nicht so viele Serien gerade finde, die ich real gucken will, oder weil ich die so schnell weggucke, schaue ich mir jetzt auch gern mal hin und wieder Animes an. Da bin ich jetzt dabei, mir die Klassiker, diese ganzen gehypten, also gerade von der deutschen Community gehypten Sachen alle mal anzuschauen, um mir eine Meinung dazu zu bilden. Was hast du bis jetzt schon Sword Art Online? Sword Art habe ich die erste Staffel und... Die zweite müssen wir zusammen angucken, das weiß okay. Ich. Ja, die zweite, also ich betrunken. Ich, aber betrunken. Das heißt, es geht nicht anders. Okay, kann sein. Ja, also ich wie gesagt, ich schaue mir das meistens auf Deutsch an, diese ganzen geilen Sachen, weil es sind ja diese deutschen Hypes, ne? Dann musst du ja auch in deutscher Synchro schauen. Außerdem finde ich es ganz gut, wenn ich nebenher noch was anderes machen kann und keine Untertitel lesen muss. Jedenfalls habe ich Sword Art Online die erste Staffel. Die fand ich gut. Elfenlied, der Klassiker, das Meisterwerk. Mhm. Fand ich in Ordnung. Also, ist keine 10 von 10, aber 11 von 10. Nee, 8 von 10, würde ich mal sagen. Boah. Ja, es ist solide. 8 von 10 ist solide? Du fragst ja an wie so ein aktuelles Spielmagazin. Boah, ist ganz okay. Nur 95%. Okay. Das ist halt so eine persönliche Wertung meinerseits. Ach, ist okay für dich. Also, weil wenn ich 5 gebe, dann ist das schon sauscheiße für mich. Echt? Okay. Und wenn ich jetzt 6, 7 gebe, ist das vielleicht in Schulnoten umgerechnet ausreichend. Oder eine bis zur 3. Also 2 ist, das ist so 8 von 10 würde ich auf vielleicht eine 2 minus bis 2 bis 3 so runterbrechen. Okay, so geht das. Dann kannst du auch gleich Schulnoten verteilen. Okay, aber ich weiß, in diesem My-Anime-List-Bewertungssystem, ja, das ja, dass ich damit ja vollkommen zerstöre wahrscheinlich. Ich muss da mal dazu was sagen, ich finde es ja sowieso Quatsch, die machen zwar Spaß, aber man merkt so, wenn du das dann, keine Ahnung, ein Jahr später nochmal guckst, was du für Bewertungen da teilweise abgegeben hast, dann denkst du auch so, ich habe jetzt schon bessere Sachen gesehen, jetzt kann mal wieder eins runtergehen oder so. Kommt auch immer drauf an, also wenn du es einmal guckst und wenn du es das nächste Mal guckst, geht dir das vielleicht viel näher oder du denkst, was für ein Scheiß, obwohl du es beim ersten Mal gefeiert hast, das ist schwierig, ja, so diese Bewertung. Was hast du noch? Death Note hast du noch gesehen, Death Note, ja, habe ich mir jetzt fertig geguckt. Den habe ich mir auch mal bis zu... Darf man das spoilern? Nee. Also den habe ich mir bis zu einem bestimmten Punkt schon mal angeschaut. Ja, wissen eh alle, was gemeint ist. Und habe dann gedacht, also nee, danach möchte ich nicht mehr. Jetzt habe ich es mir mal fertig geguckt. Und? Muss ich sagen, ist auch gar nicht so scheiße, wie ich es erwartet habe. Also Death Note würde ich jetzt über Elfenlied ansiedeln. Mhm. Ja, schon. Könnte ich jetzt sogar mit Sword Art Online der ersten Staffel auf eine Stufe vielleicht sogar besser stellen. Von daher ist Elfenlied bisher der schlechteste, ne? Okay, machen wir mal, was haben wir denn nur noch? Hier, Nummer 5. Oder beziehungsweise, wir machen mal kurz eine Pause. Einfach, beziehungsweise ihr werdet nichts davon merken, aber ich mache mal hier kurz einen Cut, damit mein Mikrofon nicht abbraucht und mir das alles umsonst gemacht haben. Okay, dann ja. Stimme, es geht weiter. Und zwar, wo waren wir jetzt eigentlich? Ich glaube, da, ja. Nummer 5 war meine. So, Simon, du bist ja dafür bekannt, dass du unglaublich musikalisch bist, bei Videospielen grundsätzlich dir die Osts reinziehst und das war mein Ding, ja. Also deswegen. Also da kann ich euch echt was empfehlen. Also deswegen war einfach so eine obligatorische Frage trotzdem. Anime-Os, welche haben dir besonders gut gefallen und warum vielleicht auch? Anime-Os. Also jetzt auch, warum mag ich etwas? Einfach nur so kurz andeuten, was dir vielleicht besonders. Ist das eigentlich eine schwierige Frage? Also ja. Wenn man jemanden fragt, warum, welche Musik hörst du und warum? Warum hörst du die Musik? Ja. Kann man das nicht erklären? Kann man wahrscheinlich sehr schwer erklären. Ja. Finde ich. Weil es einen geilen Beat hat oder weil es nicht, weil ja, knüppelt nee, oder ja, weil es eine Message hat man oder. Kann es vielleicht an bestimmten Liedern erklären, aber. Ach ja, reicht doch.
Ja, aber mach mal. Ey, ich schwör's dir, Anime aus, fuck. Und damit meine ich jetzt aber nicht nur hier, weil manche haben dann auch gemeint, so, ja, also ich, den Anime, weil das Opening davon so geil war und so, das zählt nicht. Also ein ja, aus weißt du, ist halt das Gesamtprojekt. Das Problem ist, ich habe da voll nichts so Zusammenhängendes in Erinnerung, was ich jetzt den Ost selber, ja. Was mir da jetzt gerade noch kommt, was ich vielleicht vorhin hätte erwähnen sollen. Also Tari Tari, weil da geht es ja um Musik, da ist mir der Ost ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ich habe jetzt von anderen Leuten gelesen, dass der eher schwach ist, aber für wahrscheinlich liegt es an... Für dich ist es ja... Also ich vermute mal, das liegt jetzt auch nicht an der Einzigartigkeit des Osts, aber mir hat das im Gesamtkonzept der Sendung, die eben auch um Musik sich dreht, sehr gut gefallen. Bei Keon soll die Musik auch sehr toll sein. Das weiß ich nicht, das werde ich noch herausfinden, weil ist das nicht auch so ein eher bekanntes Stück, was man noch in so eine Klassikerliste... Anime-Historie, ja, das ist ja in vergoldeten Bänden. Ja. Nee, ich hab's auch nie gesehen, aber ich habe mal gehört, dass es halt irgendwie erstaunlich wenig um Musik geht, dafür, dass der Anime sich um Musik drehen soll. Ja, das ist bei... auch bei Tari Tari wahrscheinlich. Tari vermutlich ähnlich. Also ja, so arg geht es ja nicht um Musik. Ich bin eh nicht so der Mensch, der um Musik geht. Ich kann kein Instrument spielen. Ja, kann ich auch nicht, aber ich mag ja Musik trotzdem. Und ich höre inzwischen gern Hip-Hop. Ja, und? Ja, weißt du, das sollte jetzt nur ausdrücken, wie wenig Ahnung ich von Musik habe. Nee, ich muss sagen... Willst du jetzt die ganzen Hopper da draußen dissen oder was? Nee, das jetzt angucken? Nee, ich höre doch jetzt auch Hip-Hop. ich wollte sagen, also Musik gibt mir in solchen Fällen nicht so viel. Das ist genauso wie bei den Games, wo ich immer den Ton nicht anhab, wo du dann immer mich verspottest, weil du die Musik bei den ganzen Spielen so geil findest und ich den Ton nie, und ich sie nie gehört habe, weil ich einfach den Ton überhaupt abstelle. Persona 4 ohne Musik, ohne den, ohne Shoji Meguro ja, geht der, halt der, einfach. Der ging mir nach einer Zeit voll auf den Sack. Also, okay, nächste Frage, bevor ich ihm hier eine reinhau. was haben wir denn noch? Was schaust du gerade am liebsten? Bist du gerade aktuell an irgendwas, wo du schaust? Muss jetzt nicht mal ein Anime sein, genau, irgendwas anderes sein. Wäre aber von Vorteil. Also weiß ich. Was ich gestern fertig geschaut habe, ist The L-Word. Das ist nämlich kein Anime, ist eine super Sendung. Aber ist egal. Was schaue ich denn gerade? Das kann auch ein Sequel zu, ein Prequel zu Death Note sein. Also, The L-Word. ich habe auch voll das Quatsch erzählt. Ich habe nicht The L-Word, sondern Orange is the New Black gemeint. Jetzt habe ich diese Lesben-Sendungen miteinander verwechselt. Ne? Ja, das ist voll witzig. Ja, okay. Aber... Das hat jetzt wirklich sehr wenig mit Anime zu tun. Was schaue ich denn gerade? Die Clannad After Story? Ja, da bist du noch dabei. Da bin ich dabei. Gut, Punkt. Ja. oder möchtest du noch was? Nee. Gut, was liest du gerade am liebsten? Das kann ich ja, müsste ich fast, oder? Ein gewisses Naruto bin ich immer noch dabei. Lese ich gerade sehr gern, was ich ansonsten noch lese. Das weißt du auch, weil du es mir gegeben hast. Ist Ichigo 100%. Weil das haben wir auch früher cool gefunden und inzwischen hast du es ja komplett und jetzt habe ich es auch mal wieder gelesen. Die ersten drei Bände habe ich sogar selbst. Du kannst es auch nachvollziehen, gell? Dass Tokyo Pop damals noch voll den bahnbrechenden Shit rausgebracht hat. So, das kannst du dich noch erinnern mit Khan zusammen, der immer Sarge & Frog gekauft hat. Ja, und das habe ich auch nicht verstanden. so, da gab es irgendwie noch so voll... Was Besonderes irgendwie war es damals. Ichigo ja auch, das war ja, ich meine... Ja, Ichigo ist klasse. Ja. Aber was war noch von Tokyo Pop zu der Zeit? Abgesehen von diesem grandiosen Sergeant Frog. Gut, ich weiß nicht, ob dir Chromati High School was sagt, aber das war ziemlich abgefuckt. Okay, ja, aber der Name sagt mir jetzt tatsächlich was, aber ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das hat Khan auch gesammelt. Das war diese Klasse mit lauter Rowdies und dann ist da so ein Typ, der eigentlich so voll der Normalo ist und alle bewundern den aber irgendwie voll, weil er halt anders ist oder so. Ja, das ganz tief erinnere ich mich daran. Und in der Nachbarklasse ist ein Gorilla ein Schüler. Und in der Parallelklasse ist ein Roboter ein Schüler ja, und die finden das alle voll normal. Das ist halt so crazy. Ja. Das wollen die Leute nicht lesen. Ja, das habe ich damals auch gedacht. Schade. Nee, es gab noch ein paar andere Sachen, aber ey, ich habe es gar nicht mehr so im Kopf. Ich habe so vieles schon ausgeblendet. Aber es war schade.
Ich meine, ich finde, heute ist es ja wieder auch gut, was sie rausbringen, aber ja, ich weiß nicht, sie sind nicht mehr so anführend. Damals, als es rauskam, hat wirklich jeder auf Tokyo Pop geschaut, so sagen wir es mal so. Ja, ich war ja immer eher so der Carlsen-Boy. Ja, ich weiß, du warst Carlsen-Boy. Hast du Lieblingsmangaka? Wenn ja, welche? Wie hieß die komische Tussi, die wir vorhin geredet haben? Nee, My Slave? Oder? Ja, die Slave-Tussi. Da Dingens, Mika Sakurano, nein. Nicht Mika Sakurano, und das war jetzt wahrscheinlich eine Sache, die, kauft euch nicht Be My Slave. Nein, habe ich eigentlich nicht. Okay. Also es gibt, das ist keiner, eigentlich... Keiner, irgendwie sowas gibt, so, wo du sagst, so ey, doch, du bist ja eigentlich schon so pro Oda, oder? Ja, klar bin ich pro Oda, aber also, Oda hat außer One Piece nichts gemacht. Ja, also reicht doch. Gut, ich habe bisher on One Piece hier nicht erwähnt, also ja, pro Oda. Pro Oda. Und dein Naruto... Ja, ich weiß nicht, ich finde es schwierig bei so Leuten, die jetzt bisher nur eine Sache, oder ich habe nur eine Sache von ihnen gelesen, jetzt sagen, das ist mein Lieblingsmanga, aber... Mangaka. Weil, aber die Sachen, die sie da rausgebracht haben, und das sind ja jetzt echt lange Serien, die sind halt schon shit, also geil. Also, shit ist das neue geil. Okay, gut, ja. Der Shit, wollte ich. Der Shit, ja. Ey, von welchem Anime oder Manga hättest du gern ein Pre- oder Sequel? Da muss ich jetzt, da hätte ich mich auch drauf vorbereiten können. Nein, das ist interessant, dass es spontan ist. Ach so. Du bist auch überhaupt nicht unter Zugzwang gerade. Kann ich. Hört man mich? Ja. Da könnte ich jetzt nochmal Tari Tari nennen. Das wäre, ja, aber nee, schwierig. Überlegst du dir vielleicht nochmal, wir kommen später nochmal darauf zurück, wenn ich es nicht vergesse. Ansonsten lassen wir das. Mhm. Du hast die Wahl, den Lizenzkauf für einen Anime oder Manga zu entscheiden. Diese beiden Werke könnte man damit sofort auf Deutsch oder Englisch käuflich erwerben. Welche wären das? Hast du nie schon mal was im Internet gesehen, wo du gedacht hast, ey, es wäre voll cool, wenn das rauskommen würde? World Trigger würde ich gerne lesen. Ist, glaube ich, noch nicht auf Deutsch draußen. Wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf sich warten müssen. Ich weiß gar nicht. Ist es nicht schon draußen? Nee, ich glaube nur auf Englisch. Ja. Ja, gut. Wär's ja schon mal auf Englisch draußen, so gesehen. Ja. Aber du willst ja eh auf Deutsch kaufen. Also willst du es auf Deutsch. Ja. World Trigger auf Deutsch. Das ist doch schon mal was. Das wäre ein Manga. Und hättest du vielleicht auch im Anime-Richtung irgendwas? Wo du... Is it wrong to pick up... Damachi. Damachi wird kommen. Damachi wird kommen, ist doch schön. Ja. Auf Deutsch auch. Ja. Cool. War eine schöne Serie. Ich meine, ich habe es jetzt inzwischen schon gesehen, aber... Wahrscheinlich viele, außer ich, aber... Mhm. Außer ich. Ja, gut, dann haben wir das auch. Ja, ist doch voll cool. Dann, auch wenn schlechte Anime und Manga zum Fansein dazugehören, welche Werke hättest du besser doch nicht gelesen bzw. geschaut? Da können wir jetzt nochmal auf Be My Slave zurückkommen. Ist gut, oder? Ja! Also zeig's doch mal kurz. Ich meine, das ist ein Klassiker, der gerade erst rauskommt, ja, oder also so. Der ist ein Oh Gott, ich weiß gar nicht. Ich glaube, du musst ein bisschen näher an die Cam, sonst sieht man das nämlich wohl nicht. Ein E-Mann. Nein, ja. Boah, das war Magic, die Lichtverhältnisse. Ja, aber man sieht's. Ja. Und der Scheiße im Mund, das sieht aus. Nein, das ist, was ist denn das? Das ist kein Köttel. Ne? Okay. Schokolade. Lass uns mal wieder seriös werden. Also der ist echt nicht so toll. Ne? Ich habe den letztens, waren wir zusammen in einem Anime-Store deines Vertrauens und da habe ich den gesehen und dann habe ich gedacht, nee, ist irgendwie sicher scheiße. Aber irgendwie fand ich die Thematik interessant, weil es quasi ein umgedrehtes Sundome sein könnte. Ist es aber nicht. Und dann hat mich Amazon letztens dran erinnert, hey, du könntest Be My Slave kaufen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kaufe ich jetzt Be My Slave. Wenn Amazon das sagt, dann, ey, da kann man einfach nur, ja, die wissen einfach. Wenn Amazon das sagt und ich ihn vorher schon gesehen habe, und dann habe ich gedacht, und dann brauche ich ihn auch nicht im Laden kaufen. Aber der ist nicht so gut. Der hat mich ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das Enttäuschung, ich hatte es in gewisser Weise befürchtet, aber ich wollte positiv überrascht werden.
Wobei ich jetzt sagen muss, er ist auch nicht 0 von 10. Echt? So 6 vielleicht. Alter, deine Bewertung muss man echt verstehen. Das ist eine Ausreichung. Also so wie deine Aussage kam ja, jetzt eher so rüber, wenn man Scheiße irgendwo vergrabt und du buddelst es aus, darf man sich nicht wundern. Naja, so nach dem Motto. Man muss der Mangaka zugute halten, dass sie sich stets bemüht hat, aber dass sie vielleicht... das klingt wie ein Zeugnis. Er hat sich stets bemüht. Ja, heißt im Grunde, er war scheiße. Eine 4, glaube ich. Jedenfalls, sie sollte vielleicht noch mal so ein bisschen in der Geschichte schreiben, also so Kontinuität und so Geschichten. Da könnte sie noch ein bisschen was lernen. Ist ja ihr Erstlingswerk, man darf, glaube ich zumindest. Man darf da jetzt nicht so hart sein, ne? Das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht. Ich werde es nicht lesen. Echt? Nee. Schade. Nee. Ja. Ja, und sonst sowas? Hast du irgendwas angeguckt, wo du gesagt hast, du kannst ehrlich sein, gell? Das ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist irgendwie so ein Mafia-Bullshit, wo irgendwie total behindert ist. Das ist so ein verkehrter Haare. Und da habe ich mir auch was vollkommen anderes drunter vorgestellt. Wenn das blöde Internet jetzt gehen würde, könnte ich dir auch den Namen sagen. Ist Mafia-Bullshit mit A. Mit verkehrter Haare. Es geht darum, da ist so ein Mädchen. Und Tussi sagen, gibst du. Ich wollte Tussi sagen, es tut mir echt leid, das ist echt respektlos. Ja. Ich wollte Mädchen, sagen wir Mädchen, ja. Also die ist Tochter eines Mafia-Paten und irgendwie gibt es dann 1000 Mafia-Jungs, aber eigentlich sind die alle voll nett, weil die machen eigentlich nur voll das nette Zeug und so und helfen der Stadt. Als also, Mafias, ist ja klar, ja, ne? Das ist wie liebe Piraten. Ja, das heißt irgendwas mit Arcana oder so, glaube ich. Ah, Arcana Familia oder genau. So. Genau, ja. Genau, das ist der Name. Jedenfalls den hatte ich mir da jetzt... Nee, den fand ich nicht so gut. Also erstens, ich hätte mir da ein bisschen unter diesem Mafia-Zeug ein bisschen was anderes vorgestellt. Zweitens, da gibt es am Ende ein Turnier und die zeigen einfach die Kämpfe fast nicht. Ach. Darum geht's halt auch nicht. Ja, darum geht's um nicht, die Romance. Und ich hätte mir da einen anderen Schwerpunkt gewünscht. Okay. Dann würde ich auch eher so eine 6 oder 5 von 10 geben. Gut, dann haben wir das auch. Und jetzt die letzte Frage, die ist optional, die darfst du abschlagen, tatsächlich. Mhm. Gibt es einen Charakter aus Anime, Manga oder irgendwelchen japanischen Spielen, wo du dich besonders gut mit identifizieren konntest, wo du so das Gefühl hattest, oh ja, der denkt, handelt mal wie ich oder ist teilweise sogar wie ich oder hast du da irgendjemanden zum Moment, wo du gesagt hast, eigentlich meiner Meinung nach ist es jedem schon mal passiert. Das ist oder? Sicher schon mal passiert, aber vielleicht möchte man das jetzt eher nicht preisgeben, wobei ich jetzt gerade nachdenke. Wenn du dich jetzt mit, sagen wir mal, weiß nicht, mit so perversen Wichsern identifiziert. Mit dem Hauptcharakter aus Elfenlied zum Beispiel. Ja, das ist voll der nette Kerl, voll der traurige, das fand ich toll. Ja, also dem seine deutsche Stimme gibt dem nochmal einen ganz anderen Faktor an Behindertheit, okay. Nee, so schlimm finde ich den jetzt nicht, aber nein, mit dem habe ich mich nicht identifiziert. Ich hatte da... Du hast alle getötet, die ich liebe. Ja, aber ich finde dich trotzdem toll. Ja? Ey, ich meine, das Witzige ist ja, dass er sie trotzdem nicht fickt. Also er kommt ja mit einem anderen zusammen, ne? Du weißt schon, dass das FSK... unter 16 ist. Das Witzige ist ja, dass am Ende sie also trotzdem nicht heiraten. Elfenlied ist nicht FSK unter 16. Ja. Das Entschuldigung. Also sagen wir, tun wir einfach so, als wäre es, hätte ich nie gesagt. Okay. Also die heiraten ja nicht, also Lucy und er. Hast du jetzt gerade Leute, die Elfenlied noch nicht... Ja, offensichtlich habe ich Leute, die Elfenlied noch nicht gesehen haben, ein bisschen gespoilert, dass die nicht heiraten. Das finde ich jetzt erschreckend, Simon. Tut mir leid. Ich hatte eigentlich wahrscheinlich echt jemanden, aber ich... Law. Nee, ich glaube, das ist... das ist kein Anime-Charakter. Tut mir leid. Ja, es ging um eine echte Serie, aber das war auch, glaube ich, die einzige, wo mir das jetzt so wirklich... Vielleicht kann ich dir helfen. Ich gucke einfach mal so ein bisschen rum. Wie wäre es denn mit Sakura? Aus Naruto. Ist schon eine nette. Aber ich habe mich noch nie so als Frau gefühlt und ich glaube, da hat der gute Herr Mangaka ein bisschen, also eigentlich macht sie teilweise nicht so guten Eindruck. Also
als jetzt starke Frauenfigur. Okay. Vielleicht ist es, es ist echt nicht leicht, gell? Schwierig, ne? Killua? Oder vielleicht... Ja, ich fühle mich genauso, als ich damals aus diesem Psycho-Elite-Killer-Ausbildungsprogramm rausgekommen bin, nee, nicht wirklich. Der ist schon eine coole Socke, ne? Ist halt ein Mörder, ist halt nicht so... Kannst du dich nicht so rein interpretieren. Die Identifikation mit sowas ist schwierig, weil meistens die meisten Animes... Vielleicht dann am ehesten noch mit diesem Typen aus 5 Centimeters per Second. Das ist ein vollkommen normaler Kerl. Okay, gut, damit kann man, glaube ich, leben. Mit diesen ganzen Superhelden kann ich mich nicht so viel... Also, die sind cool, aber Identifikation ist da vielleicht zu viel, ne? Ich bin nicht Spider-Man. Nee, du bist vor allem voll weit... Warum rutsch immer weiter? Ja, Mann, geht keine Ahnung. Geht doch nicht. So, und jetzt nochmal die Frage von vorhin. Hast du hoffentlich während des überlegt? mit was warst du? Was war es denn nochmal? Ich hab's vergessen. Das mit dem Pre- oder Sequel. Pre- oder Sequel, glaub. Ja. Jetzt wird's ja eigentlich jetzt. Naruto! Aber Naruto ist doch Boruto. Ein Sequel, ja. Den habe ich aber noch nicht gesehen, den Film. Ja, aber das hat ja nichts damit zu tun. Der existiert okay, ja. Ich will ein Pain-Sequel von Naruto, der Nagatos Lebensweg beschreibt. Und zwar. Ganz toll, detailreich so. Das ist aber kein Sequel dann, oder? Das ist ein Prequel. Aha. Ja, und das Sequel haben wir ja quasi schon. Ja, ja, klar. Ja. Das willst du. Ja, das will ich. Gut, dann kann ich damit leben und ich glaube, wir haben das abgearbeitet. Schwach. Dann sag tschüss. Ciao. Und danke fürs Zuhören. Mason Manga. Ciao. Hast du noch irgendwas zu sagen an die Leute da draußen? Guck vielleicht dramatisch in die Kamera. Ich versuch dramatische Musik einzublenden. Refugees welcome, oder? Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwas voll Diebes, Kartoffel.